Flitzer während Dschungeldalk, Jamila Anscharz. Jamila Rowe, 55, dachte, sie wird hinters Licht geführt. Die TV-Bekanntheit nahm dieses Jahr am Dschungelcamp teil. Über zwei Wochen hatte sie sich mit der wilden Natur und mehr oder weniger anstrengenden Mitcampern herumgeschlagen. Am Ende lohnte es sich, die Brünette konnte die Krone ergattern. Im Live-Interview bei Stern TV zu ihrem Sieg passierte allerdings etwas Unerwartetes, zwei verwirrte Zuschauer stürmten auf die Bühne. Die Urwaldkönigin dachte, es wäre geplant. Ich habe gedacht, dass es sich um die versteckte Kamera handelt, erklärte Jamila gegenüber Bild. Ich dachte, dass man testen möchte, wie ich reagiere, aber das war ja echt. Sowas habe ich noch nie erlebt, ergänzte sie. Die beiden Studioflitzer sind umgehend von Sicherheitspersonal entfernt worden. Was die beiden wollten, habe ich nicht verstanden, gab die 55-Jährige verwirrt zu. Das Interesse an der neuen Hoheit des australischen Buschs ist wohl sehr groß. Die allererste Nachricht war von meiner Freundin, die völlig durchgedreht ist zwischen Jubelschreien und Tränen bei WhatsApp, hatte Jamila bei Punkt 8 verraten. Außerdem habe sie auch in den sozialen Medien zahllose Nachrichten von Unterstützern bekommen. Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL+.